Freunde der Mitsprache, ich habe ja bereits vor einigen Wochen ein Video zum TikTok-Kanal Mitreden gemacht. Habe ich nicht gesehen. Und ich dachte einfach mal, dass wir nach ein paar Wochen nochmal vorbeischauen und gucken, was die so aus sich gemacht haben. Und wir fangen sogar tatsächlich mit etwas Positivem an. Und zwar habe ich ja im letzten Video kritisiert, dass sie sich halt überhaupt nicht mit dem Problem von Männern beschäftigen, obwohl sie immer wieder sagen, dass Feminismus ja auch gut für Männer ist. Das haben sie jetzt tatsächlich nachgeholt und haben unter anderem folgenden TikTok hochgeladen. Kritik an Toxic Masculinity. Männer müssen immer stark, sexuell potent, in Konflikten aggressiv auftreten. Weg mit diesem Druck. Männer haben genauso Und das ist sogar Gefühle. Tatsächlich richtig, was sie da sagen. In unserer Gesellschaft gibt es halt immer noch in weiten Teilen dieses Standardrollenbild, dass ein Mann niemals Schwäche zeigen darf. Du musst männlich sein. Und männlich sein ist nur, wer Samstag um 15.30 Uhr mit einem Bier auf der Couch sitzt und Fußball guckt. Und dabei extrem besoffen ist, frauenfeindliche Kommentare abgibt und natürlich ganz klar, der das Haupteinkommen im Haushalt verdient, ne? Dann ist man männlich. Dann ist man männlich, ja, das ist klar. Es ist halt auch tatsächlich so, dass Männer unter anderem eine niedrigere und man Bratwurst dabei ist, das ist ganz wichtig. Lebenserwartung haben, weil sie nicht so häufig zum Arzt gehen. Ich meine, man kennt... Und sich eingepisst hat natürlich, weiß ich nicht, Digga. Kennt ja sowas hier. Meinst du nicht, es wäre besser, wenn du damit mal zum Arzt gehst? Ach Quatsch, man muss doch nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt gehen. Bro, du hattest einen Unfall und dein Arm liegt abgerissen daneben. Geh mal weiter mit Barbie spielen, du Mädchen. Alter. Das ist echt krass realistisch gemacht, Mann. Männer gehen zum Beispiel auch deutlich weniger zu Vorsorgeuntersuchungen. Einfach Monte. Dadurch sterben sie häufiger an Krankheiten wie Krebs. Obwohl sie durch eine Vorsorgeuntersuchung das Ganze vielleicht überlebt hätten, weil man das Ganze dann in einem früheren Stadium erkannt hätte. Das Ganze ist tatsächlich auch durch Zahlen bewiesen. Die kaufmännische Krankenkasse hat zum Beispiel einfach mal die Daten ihrer Versicherten ausgewertet. 94% der Frauen waren im Jahr zuvor bei einem Arzt, allerdings nur 84% der Männer. Was ich hier sehr schade finde, ist die Tatsache, dass sie sich der Kritik nur über Frauen zu sprechen, zu Herzen genommen haben und jetzt auch vereinzelt Videos über die Probleme von Männern machen. Finde ich gut und richtig, mehr habe ich nicht zu sagen. Und trotzdem liest man in den Kommentaren die ganze Zeit sowas hier. Wie sie jetzt einen auf Männer soll uns auch wichtig machen. Ich meine, was sollen sie denn sonst machen? Also, wenn sie solche TikToks nicht erstellen, dann berichten sie einfach einseitig und werden dafür kritisiert. Und wenn sie dann auch über die Probleme von Männern sprechen, dann machen sie das nur, um sich der Kritik zu entziehen. Also sie können praktisch dabei halt nur verlieren. Mhm. Das ist ja das gleiche wie Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Auch solche Kommentare verstehe ich zum Beispiel nicht. Danke, wusste nicht, dass ich weinen darf. Natürlich ist es klar, dass jeder... Mann, das ist so dumm. Das ist auch so ein Ding, wir Männer sind die Besten darin, ohne Witz, Leute. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Wir Männer sind wirklich top-notch darin, sich immer über alles aufzuregen und zu sagen, ja, hier, bla 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 bla, die Frauen, die Frauen, die Frauen, die Frauen... Und sobald man dann einen Schritt in unsere Richtung geht, sind wir wieder so, nee, wir sind starke Männer, wir brauchen das gar nicht. Ey, man kann's uns echt nicht recht machen. Das ist manchmal... Der Mensch weinen da, vollkommen egal, welches der 5000 Geschlechter du hast. Aber in den klassischen Rollenbildern eben nicht. Und es gibt noch sehr viele, vor allem ältere Männer, die immer noch der Meinung sind, dass ein Mann halt stark sein muss und weinen ein Zeichen von Schwäche ist. Was ist denn stark sein? Wie viel Bankdrücken, ab wie viel Kilogramm Bankdrücken ist man denn stark? Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob eure Großeltern, Eltern oder Onkel, irgendwelche Verwandten das noch so sehen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dazu gibt es sogar auf change.org eine Petition, die den TikTok-Kanal Mitreden verbieten lassen möchte. Warum? Auch das wurde mir halt schon des Öfteren zugesendet und ich frage mich, warum eigentlich? Denkt ihr wirklich, dass wenn man da 50 oder 100.000 Unterschriften zusammenbekommt, dass TikTok sich so denkt, ja okay, dann löschen wir den jetzt. Ich meine, der Kanal wird wahrscheinlich täglich hunderte Male gemeldet und TikTok ist das vollkommen egal. Aber nach so einer Petition denken sie sich, ja okay, dann löschen wir den jetzt. Ihr habt uns überzeugt. Also wer das wirklich glaubt, der sollte sich mal Gedanken machen. Aber fangen wir mal an. Das Video, was ich am schlimmsten finde, ist das, wo sie über Periodenblut reden. Da sagen sie nämlich Folgendes. 2 Milliarden Menschen haben ihre Tage und das Blut in der Tamponwerbung ist immer noch blau oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens Periodenshaming. Ich nehme einfach mal an, dass das den praktischen Hintergrund hat, dass man halt einfach kein Blut in der Werbung zeigen möchte, weil man eventuell der Gefahr entgehen möchte, dass Kinder das vielleicht sehen. Damit spricht ja auch niemand die Tatsache ab, dass Blut rot ist und bei Perioden das genauso rot ist. Ich denke mal, das hat einfach einen Ansatz, der so gewählt worden ist, damit eventuell die Werbefreundlichkeit und die allgemeine Verständlichkeit eines Kindes vielleicht da, also Periodenshaming,
In irgendwelchen Horrorfilmen gucken wir zu, wie das Blut nur so spritzt. Ja, aber die kommen nicht um 15 Uhr mittags. Aber Periodenblut ist eklig? Nee, das hat nichts mit Ekel zu tun. Es geht einfach nur darum, dass das bewusst nicht gemacht wird, weil man ja nicht weiß, wer diese Werbung schaut. Und es gibt ja auch eine Werbeaufsicht, die sowas überwacht. What the fuck? Dieses Video ist halt wirklich der größte Schwachsinn. Und der Vergleich mit dem Horrorfilm hinkt halt auch ganz schön. Horrorfilme, wo das Blut nur so spritzt, die sind normalerweise ab 18 freigegeben. Und die laufen im Fernsehen nicht um 14 oder 16 Uhr, sondern sind ab 18 freigegeben und dürfen daher erst ab 22 Uhr ausgestrahlt werden. Auch auf Netflix, Amazon Prime oder Sky gibt es da einen Jugendschutzpin, damit Jugendliche eben solche Filme nicht einfach anschauen können. Zumindest kann man das einstellen. Ja. Dazu kommt noch, dass jeder Mensch selber entscheiden kann, ob er diesen Horrorfilm sehen möchte oder nicht. Bei einer Werbung ist das natürlich schon deutlich schwieriger, weil die geht halt nur 10 Sekunden und da geht's natürlich direkt zur Sache. Da hat man meistens ja nicht mal mehr die Zeit, die Fernbedienung zu suchen, da ist die Werbung schon vorbei. Ich fände jetzt auch, to be honest, nicht schlimm, also wenn das jetzt normales Blut wäre, weil, also mich persönlich interessiert das nicht, aber ich glaube halt für Kids und sowas, du hast ja auch in der Pflasterwerbung, hast du ja auch kein Blut. So fett aufgerissene Fingernägel, das hast du ja einfach nicht. Du hast ja in der Werbung, hast du ja kein Blut. Du hast einfach in Werbungen generell kein Blut. Dazu gibt es bei solchen Horrorfilmen meistens am Anfang nochmal die Meldung, dass die Szenen auf einige Zuschauer verstörend wirken können. Dazu gibt es natürlich noch Menschen, die einfach kein Blut... Es gibt ja auch Leute, die Blutphobie haben, ...gut sehen können. Ja. Und ich habe zumindest gelesen, dass die blaue Farbe einfach vertrauter und freundlicher wirkt und eher zum Kauf anregt. Es gab in Australien auch tatsächlich schon mal eine Bindenwerbung, wo richtiges Blut gezeigt worden ist. Daraufhin gab es über 600 Beschwerden, die zwar allesamt abgeschmettert worden sind, aber viele Leute haben sich tatsächlich darüber empört. Dass die Periode in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema ist, finde ich auch nicht gut. Und absolut richtig. Und wir Männer müssen uns auch deutlich mehr mit dem Thema befassen und deutlich mehr Empathie und Verständnis zeigen. Ganz, ganz klare Sache. Aber jetzt jedes kleinste Merkmal und jede Kleinigkeit da wieder auf die Goldwaage zu legen und sich an sowas aufzuhängen, anstatt der eigentlichen Debatte nahezutreten und versuchen, Aufklärung zu betreiben, das ist nicht hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stimme ich ihm zu. Ich finde auch, dass man offener darüber reden sollte, weil die ja auch in dem Video sagen, ist das einfach was komplett Normales. Voll. Ob man jetzt aber wirklich Blut in der Werbung zeigen sollte und ob das Ganze Periodenshaming ist, ich denke mal, darüber kann man diskutieren. In Werbungen für Windeln wird ja auch kein Kot oder Urin gezeigt, da arbeitet man ja ebenfalls mit der blauen Farbe. Das ist Pampers-Shaming. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass egal bei was man... Imagine, man hat einfach so eine Pampers-Werbung, wo so fett Scheiße drin ist, Digga. Wie lost. ...kritisiert heutzutage immer ein Shaming hinterhängen muss? Naja, aber machen wir weiter. Geil ist auch dieses Video hier. So kannst du Betroffene von Rassismus und Diskriminierung helfen. Sei ein Ally. Zu Deutsch, sei ein Verbündeter. Stimme ich soweit zu? Stell dich auf die Seite von den Menschen, die diskriminiert oder rassistisch angegangen werden. Richtig. Du nutzt einfach deine Privilegien, um zu helfen. Stell dir vor, du stehst mit deinen Freunden auf dem Schulhof und merkst, dein BPOC-Partner oder Freund möchte etwas sagen. Ganz ehrlich, gib ihm doch einfach deine Redezeit. Somit hast du ihm geholfen. Junge, was ist das denn für eine komplett komische Situation? Als ob ich mit meinen Kollegen auf dem Schulhof chille, gerade rede und dann sehe, dass mein schwarzer Freund etwas sagen möchte und sage, Obacht, mein schwarzer Freund möchte eine Mitteilung verkünden. Das ist schon ein bisschen weird, oder? Also... Ich glaube, es geht da vielmehr um einfach generellen Respekt voreinander und keinen Unterschied zu machen von Herkunft, Hautfarbe und so weiter und so fort, sondern allen Menschen gleich respektabel und anstandsmäßig gegenüberzutreten. Und ich glaube, sobald ich hier eine Person nochmal gesondert behandle, selbst wenn es im Positiven irgendwie ist, ist das ja auch schon wieder irgendwo eine Bevorzugung dieser Person und damit eine Benachteiligung einer anderen Person. Also... Weiß ich jetzt, sehe ich jetzt nicht so den Punkt. Höre dem zu. Sie tut einfach so, als würden Menschen aus anderen Kulturen in Gruppen mit Deutschen einfach nie irgendetwas sagen können, außer wenn man es ihnen erlaubt. Das ist ja falsch. Wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, dann ist es vollkommen egal, was für eine... Also, ich habe ja auch keine Redezeit bei meinen Freunden zugeteilt. ...Herkunft irgendein Mensch hat. Jeder redet einfach dann, wenn er Bock hat. Vor allem ist es ein weißes Privileg, dass wenn ich in einer Gruppe chille, was sagen darf. Als ob ich auch als Weißer dann derjenige bin, der das Gruppenoberhaupt ist und dann sagt, ey, ich bestimme jetzt, wer hier spricht. Das ist doch alles, das ist doch sehr, sehr abstrakt. Was Schwarze anscheinend nicht haben. Denkst du... Sorry, meine Redezeit ist zu Ende, ich halt's Maul. Denkst du wirklich so, dass man Betroffenen von Diskriminierung immer helfen sollte und dass man einschreiten sollte, wenn man so etwas mitbekommt? Das finde ich richtig gut und da bin ich auch dafür. Vollkommen. Aber die Situation, die hier genannt worden ist,
ist halt absolut weltfremd und macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, in dieser Situation würde der Schwarze sogar bevorzugt werden, was die Person wahrscheinlich auch nicht möchte. Denn sobald er irgendeine Handbewegung macht, dass er was sagen möchte, sind alle sofort still und lassen erstmal den Schwarzen reden. Ist das Gleichberechtigung? Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass sie auf dem TikTok-Kanal die Kommentare deaktiviert haben. Dazu haben sie zwei Videos gemacht. In einem sagen... Schwierig, weil um... Also ja, ich verstehe das ein Stück weit, weil man natürlich damit den Shit ausblenden möchte. Auf der anderen Seite entzieht man sich damit ja auch einer Diskussionsplattform, die... Der Kanal heißt ja Mitreden und wenn man nicht mitreden kann, dann ist das super dumm. Sagen Sie dazu Folgendes. Wie ihr anscheinend bemerkt habt, haben wir die Kommentarfunktion eingeschränkt. Dazu haben wir uns entschieden, weil in unseren Kommentaren so viele diskriminierende, menschenverachtende und gewaltvolle Kommentare stehen, die wir nicht tolerieren. Ja, aber dann moderiert das doch einfach und löscht diese Sachen und zeigt eine Null-Toleranz-Politik und versucht doch einfach mit dem Kanal ein positives Statement zu setzen und versucht doch irgendwie... Leute dahingehend zu sensibilisieren, oder? Dass Beleidigungen und diskriminierende Äußerungen überhaupt nicht klar gehen, das sehe ich genauso. Deswegen auch der Appell an euch. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt oder euch irgendwas nicht gefällt, dann bleibt bitte sachlich. Beleidigt nicht und greift auch niemanden aufgrund seiner Meinung an. Diskutiert entweder ganz normal oder lasst es halt einfach komplett. Das gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn ihr irgendwelche Leute aus welchem Grund auch immer privat bei Instagram oder Co. anschreiben wollt. Allerdings ist es doch klar, dass so wie ihr mit Kritik umgeht, sich die Fronten immer weiter verhärten und sich das Ganze immer weiter hochpusht. Ihr macht Videos, wo ihr teilweise Fehlinformationen verbreitet oder die Punkte nicht richtig rüberbringt. Auf berechtigte Kritik zu diesen Videos geht ihr dann aber wirklich überhaupt nicht ein, sondern befasst euch quasi nur mit dem positiven Feedback, was bei euch ungefähr 1% aller Kommentare ausmacht. Es ist doch klar, dass die Leute sich dann irgendwann verarscht fühlen und einen härteren Umgangston einschlagen, weil sie halt einfach nicht wahrgenommen werden. Ich will das damit halt auch überhaupt nicht relativieren. Beleidigung und Diskriminierung geht nie fit, aber ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn ihr so schlecht mit Kritik umgeht. Leute, wir freuen uns selbst total auf die Zeit, wo wir endlich wieder auf der For You-Page unserer tollen Community landen, die Bock hat, dazu zu lernen, mitzureden und konstruktiv Kritik zu üben. Ah, ihr habt also Bock auf konstruktive Kritik? Das kam mir irgendwie bei den 10.000 Kommentaren, die das gemacht haben, irgendwie nicht so vor. Weil effektiv darauf eingegangen seid ihr auf, wartet, lasst mich nachgucken, null. Und das ist auch so eine Sache, dieses, ja, ich gehe auf Kritik ein, aber nur auf konstruktive. Ich meine, das ist ja auch immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Jeder sieht ja konstruktive Kritik mit einem anderen Maßstab. Und teilweise ist dann konstruktive Kritik so gut, dass man vielleicht darauf gar nicht eingehen möchte, weil man dann eventuell Sorge hat, in einer Diskussion zu verlieren. Das ist dann auch nicht unbedingt der richtige Move, oder? Und an euren TikToks was verändert, habt ihr aufgrund der Kritik ja auch, ich gucke kurz nach, gar nichts. Unser Kanal heißt Mitreden, damit ihr in Diskussionen mitreden könnt, in denen es um Diskriminierung geht. Ah, eure TikToks sind also dafür da, dass man anschaut. Ja, aber man kann ja nicht mitreden, wenn ihr die Kommentare ausmacht, dann ist der Name ist ja falsch. Dann kann man ja nicht mitreden. Kann man ja gar nicht. Schließend in Diskussionen zum Thema Diskriminierung mitreden kann. Also mal abgesehen von der Tatsache, dass ihr einige TikToks habt, wo ganz klar Fehlinformationen verbreitet worden sind, wie kann ich nach diesem TikTok bitte mitdiskutieren? Boah, ey, kannst du dir mal deine Achseln rasieren? Das ist ekelhaft. Warum? Rasierst du dir deine? Nee, ich bin ja auch ein Mann. Aber du hast doch da Haare und ich hab da Haare. Mädels und Jungs, ob ihr euch rasiert oder nicht, völlig egal. Hauptsache, es ist eure Entscheidung. Your body, your choice. Gilt auch für Haare. Das Einzige, was ihr da sagt, ist, dass jeder Mensch selbst entscheiden soll, wo er Haare haben möchte und wo nicht. Und das ist absolut richtig. Das sehe ich genauso. Aber das ist halt keine Argumentationsgrundlage, den ihr den Leuten da mitgebt. In einer Diskussion über Körperbehaarung könnte ich aufgrund dieses TikToks einfach überhaupt nicht mitreden. Fakten wie, dass die Körperbehaarung zum Beispiel nichts mit Hygiene zu tun hat, wäre zum Beispiel ein Punkt, den man in so einer Diskussion bringen könnte. Oder halt auch, dass generell Körperbehaarung bei Frauen ein ganz anderes Stigma genießt als bei Männern. Dass die Frau quasi durch sehr viel Sexismus und ja quasi das Patriarchat des Mannes, das sich über Jahrhunderte aufgebaut hat, immer wieder dazu aus Modegründen verleitet worden ist, sich zu rasieren und diesen Schönheitszwang quasi unterlegt, weil wir Männer das quasi als ästhetisch empfinden, wäre halt auch ein wirklich wichtiger Punkt, der respektabel zu diskutieren ist, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen. Aber das sind Punkte, die leider nicht Teil des Ganzen gewesen sind. Das finde ich nicht gut, es ist so. Also in meinen Augen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Da hat das TikTok recht, your body, your choice, absolut. Aber warum es überhaupt zu diesem Schönheitsideal gekommen ist und sowas, das wird da leider nicht aufgeklärt. Und da sollte man dann ganz klar sagen, dass das halt jahrhundertelang Unterdrückung seitens der Männer ist,
die tatsächlich bestimmt haben, so, Frauen dürfen keine Körperbehaarung haben, weil wir Männer das schöner finden. Und das ist Schwachsinn. Eine Frau kann Haare da haben, wo sie es schön findet. Und wenn ich als Mann das nicht ästhetisch finde, dann ist das in Ordnung und dann halte ich meine Fresse. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Und das hätte man so damit übertragen können. Ist aber nicht passiert. Und das ist schade. Allerdings habt ihr den zum Beispiel einfach gar nicht genannt. Stattdessen wird einfach nur gesagt, entscheide selber. Und ja, wie gesagt, ist halt richtig, aber das ist in der Diskussion kein Punkt. Dazu gibt es natürlich noch viele andere TikToks, aber das habe ich ja schon in meinem anderen Video gezeigt. Gucken wir uns das Video mal weiter an. Wir freuen uns über alle neugierigen Nachfragen, aber wir wollen hier nicht nochmal neu diskutieren, ob etwas diskriminierend ist. Denn das wissen Betroffene immer am besten. Auch das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ihr wollt also nicht darüber diskutieren, ob bestimmte Begriffe diskriminierend sind oder nicht, weil Betroffene das ja immer am besten wissen. Ich habe in euren Kommentaren auch super viele schwarze Personen gesehen, die gesagt haben, dass das kompletter Schwachsinn ist, was ihr da redet, obwohl die ja ebenfalls betroffen sind. Aber eure Moderatorin hat jetzt recht, weil sie ist betroffen, aber andere Betroffene, die das nicht so sehen, haben nicht recht. Warum auch immer. Sie gehen also einem Austausch hier schon komplett aus dem Weg, indem sie einfach sagen, ja, also wir wissen das am besten, weil wir sind betroffen. Betroffenen Personen zu 100% die Macht darüber zu geben, was jetzt diskriminierend ist und was... Verstehe ich nicht. Also, es ist ja nicht eine Person ausschlaggebend, die quasi ein generelles Nominativ darüber entwickeln darf, beziehungsweise eine generelle Begriffsdefinition entwickeln darf, welches Wort und welche Gestik jetzt eventuell tatsächlich rassistisch oder nicht rassistisch ist, sondern es geht da ja um ganze Gruppen. Es geht da ja um ganze Gruppen, die das für sich definieren müssen und nicht um eine Person, oder? Sehe ich das richtig, Chat, oder? Es ist ja nicht einer, der irgendwie definiert, ich als einzelner Betroffene, sondern es geht ja generell um eine kollektive Betroffenheit und eine Gruppe wird ja dann im besten Falle kollektiv für sich sagen, was ist für uns jetzt so und so zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht. Macht halt überhaupt keinen Sinn. Versteht mich nicht falsch. Natürlich sollten nicht irgendwelche White Boys darüber entscheiden, ob das N-Wort rassistisch ist oder nicht. Absolut richtig. Mal abgesehen davon, dass das ja auch komplett in die Definition der Wörter passt. Aber ja. Wisst ihr zum Beispiel, warum ein Richter keinen Fall entscheiden darf, in dem er selber involviert ist? Zum Beispiel, wenn sein Kind entführt worden ist oder sowas. Weil er befangen ist und sich kein objektives Urteil darüber bilden kann. Wenn ich zum Beispiel darüber entscheide, ob ein Spruch gegen Deutsche diskriminierend ist oder nicht, dann denke ich darüber ja nicht objektiv nach, weil ich bin befangen, weil ich der Betroffene bin. Ich fühle mich vielleicht getroffen, obwohl es objektiv dafür überhaupt gar keinen Grund gibt, weil es auch laut der Definition einfach überhaupt keine Diskriminierung ist. Aber vielleicht bin ich einfach eine Person, die grundsätzlich schnell angegriffen ist von irgendwelchen Sachen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass zum Beispiel eine schwarze Person in jeder Diskussion einfach immer sagen könnte, nö, das war jetzt diskriminierend, ich bin betroffen, ich weiß das am besten. Einfach nur, um sich der Diskussion zu entziehen, die man eventuell gerade am Verlieren ist. Ebenso könnte man dann jede Aktion eines anderen Menschen direkt als rassistisch oder diskriminierend abstempeln und sich so in die Opferrolle packen, obwohl das vielleicht überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Betroffene Personen sollten natürlich das größte Mitspracherecht haben und ihnen sollte da auf jeden Fall zugehört werden. Aber sie sollten nicht zu 100% alleine entscheiden, denn sowas kann sehr schnell ausgenutzt werden. Was gerade in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr oft passieren würde. Vor allem da nicht nur eine betroffene Person, sondern wie gesagt was Kollektives halt, ne? Also auch hier wäre es wahrscheinlich rein zappen. Das Klügste, einfach offen mit der Kritik umzugehen und auch über solche Sachen zu diskutieren. Denn wenn beide Seiten ihre Standpunkte vortragen, dann nähert man sich vielleicht an und versteht die andere Seite deutlich besser. Wenn man natürlich alles abblockt, überhaupt nicht drauf eingeht und die Kommentare einschränkt, dann verhärten sich natürlich die Fronten. Aber das ist wahrscheinlich auch das Beste, was man machen kann. Denn so kommt man ganz sicher zu einem guten Ergebnis. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde, sie haben einige TikToks, die ich komplett nachvollziehen kann. Allerdings sind die Moderatoren einfach komplett unsympathisch und mega oft labern sie halt auch nicht so intelligente Sachen in die Kamera. Sie haben jetzt ja schon die Kritik runtergefahren, indem sie die Kommentare eingeschränkt haben. Anstatt sich mal Gedanken darüber zu machen, warum gerade ihr Kanal so heftig gehatet wird. Anstatt das Ganze irgendwie reflektiv zu sehen, halt zu gucken, dass man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wird halt einfach Kritik ausgeblendet und man ist halt in der Bubble, in der man denkt, alles wäre korrekt und politisch cool, was man macht, mag aber dann vielleicht gar nicht zur Gesamtdiskussion und zur Gesamtaufklärungsarbeit beitragen, sondern hilft halt, wie ihr gerade schon sagt, vielmehr dabei die Fronten zu verhärten und sich dann mitreden zu nennen. Das ist schon ein bisschen weird, oder? Findet ihr nicht? Stattdessen werden... Da macht KuchenTV absoluten Populismus. Das, was ihr behauptet, ist einfach falsch.
Wenn eine Person sinnvoll begründen kann, warum er sie rassistisch beleidigt wurde, ist es ganz egal, wie viele seiner Gruppe es ganz anders sehen. Das ist eine Argumentation von Privilegierten, die schon seit Jahrhunderten verwendet wird. True auch wieder absolut true, Nations of Freaks, gebe ich dir vollkommen recht. Da ist es aber dann auch entscheidend, dass es halt auch, wie gesagt, begründet wird, ne, und auch nachvollziehbar erklärt wird. Verstehst du, was ich meine? Und nicht einfach populistisch ein Statement wieder geplumpt wird. Das ist halt, gebe ich dir vollkommen recht, Digga. Alle einfach als White Boys-Trolle abgestempelt und die Leute werden einfach überhaupt nicht ernst genommen. Ja, das ist bestimmt der beste Weg, damit umzugehen. Das ist wirklich sehr schade, denn der Kanal geht teilweise... KuchenTV nutzt ja auch hier sehr viel Ironie und Zynismus halt, der auch immer sehr schwierig ist bei solchen Diskussionen, ne, klar. ...ins Extreme und gerade da wäre ein offener Austausch einfach schön, damit man sich ein bisschen annähert. Ich finde den Umgang mit Kritik auf dieser Seite wirklich sehr, sehr kritisch. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Alter. Das war ein schneller Abgang.